So, dale, da bin ich wieder da. Und jetzt wird gebaut. Ja, dazu werden wir uns eine Draisine holen. Ich schau grad mal, ob die Weichen hier alle richtig sind. Nee, die ist falsch. Gut. Ah, ich glaube, da werde ich jetzt recht schnell sein. Mit der Lok will ich jetzt einfach nicht fahren, weil das ein bisschen zu sehr Verschwendung ist. Na komm. Andersrum. Das passt. Müssen wir schauen, ich glaube die Draisine steht da hinten. Beziehungsweise alle beide. Eine ist noch vom Roti. Okay, ab geht's. Mit maximaler Hochgeschwindigkeit. Haben wir das jetzt hier richtig gemacht? Ja, schon. Kann man gleich sehen, wenn es mich rausschmeißt. Mal schauen, ob ich es noch mit Schwung jetzt drauf schaffe. Die Weiche da hinten ist richtig, sehr gut. Na, komm ich jetzt da drauf. Komm, bisschen noch. So, und da vorne ist dann schon die Weiche, wo ich anfangen will. Ja. So. Jetzt muss ich mir überlegen, wir sind nicht hier, wenn wir ein kurzes Stück gerade fahren und dann da, wo das Fracht jetzt gerade steht, da will ich links davon vorbeifahren. Mal gucken. Zuerst mal den hier. Wenn wir hier auf der richtigen Höhe sind. Und dann haben wir erstmal ein Stück. Grad fahren. Ungefähr so. Und dann machen wir jetzt wieder die Richtungssperre. Gehen wir mal ein bisschen nach oben. Ich würde sagen, so ist okay. Steigerung 0 und dann machen wir hier eine 6er Kurve. Schauen, ob sich das ausgeht. Der Höhe her ist noch okay. Und dann kann ich hier schneller reinfahren. Höhe ist auch noch okay. Ich mal kurz schauen, na ja, ein bisschen noch. Ne, immer noch ein bisschen. Kann ich in der Ansicht die Karte aufmachen? Okay. Warte mal, wenn wir es jetzt hier gerade machen, dann schauen wir so. Ja, da können wir erstmal so gerade weiterfahren.
Es ist halt nicht wirklich anspruchsvoll hier unten. Ja, wo wir sind. Ja. Aber hier bei der Geraden wird sich ein Frachtbahnhof dann anbieten. Aber erstmal hinkommen. Ja, passt, habe ich gestellt. Gut, da könnte man dann richtig flott hier fahren. Was macht die Höhe? Die ist noch okay. Ganz viel nix. Sind aber auf dem richtigen Weg. Da ist ein Hügel. Sind wir jetzt. Ja, wir schrammen da schon ziemlich knapp da beim Frachtdepot. Ich glaube, wir machen eine 6er-Kurve ein bisschen nach links. Und dann wieder gerade. Und jetzt schauen wir. Ja, ich glaube, das passt jetzt so von der Richtung. Schon lange her, dass ich das letzte Mal so viel Meter auf einmal gemacht habe. Das ist ja super flach. Wird nicht einmal ein bisschen höher hier. Boah, dann die ganzen Bäume hier wieder wegmachen. Hä? Warum kann ich jetzt nicht mehr... So. Warum kann ich jetzt wieder nicht platzieren? Oh, komm jetzt. Ach nö, jetzt habe ich so einen guten Flow drin gehabt. Ach komm jetzt, bitte. Ich liebe es. Mann. Kannst du mal kurz weg da, bitte? Danke. Dankeschön. Krieg ich jetzt wieder so schön gerade hin. Ist jetzt sicher... Naja, fast perfekt. Das könnte man vielleicht sogar zweigleisig machen. Das ist einfach zu machen. Höhe passt mir noch. Hä? Geht's jetzt hier nach unten? Wo sind wir jetzt? Mal kurz so hinstellen. Geht's jetzt ein bisschen nach unten? Soll ich da eine Kurve machen? Eigentlich will ich nicht. Keine Steigung. Aber Gefälle werden wir hier brauchen. Reicht es mit zwei? Ja, ich denke schon. Drei. Da vorne. Na, da geht es schon wieder nach oben. Bei minus 1. Beziehungsweise wieder gerade. Ein Stück nach oben. Der Beginn, ja, so ein halber nach oben. Gut.
soweit. Das müssen wir. Ich glaube, wir müssen noch eine kleine Kurve machen. Und dann sind wir schon in der richtigen Richtung. Ich würde sagen, mal so. Ja, und jetzt wieder gerade. Oh, jetzt sind wir ein bisschen hoch, ne? Bin ich jetzt die ganze Zeit nach oben gegangen? Sagen so und wieder gerade. Kurz gucken. Ja, vielleicht müssen wir nochmal eine Kurve machen. Was auch die Höhe. Könnte man ein Stück nach unten gehen und wieder gerade. Gehen wir hier wieder nach oben. Ungefähr so. Doch nicht. Das müsste man doch irgendwo da, oder? Soll ich mal ein bisschen gucken gehen? Da hinten. Okay, wir brauchen eine Kurve. Ist das jetzt hier mein Anfang? Okay, dann machen wir hier wieder eine 6er Kurve. 6. Und dann fahren wir da richtig drauf zu. Jetzt sind wir wieder verhältnismäßig hoch oben. Einmal so und wieder so. Oh, nice. Da ist das Ziel. Oh, ich sehe gerade. Ich glaube, wir müssen hier nach rechts. Okay. Jetzt schaue ich mir das mal hier an. Aber oh, wir müssen auf bei zwei Seiten hin. Okay. Ach ja, so ein Baum hier drin, das glaube ich muss so sein. Okay, was gibt's denn hier? Stahlrohre. Okay, also wird die laden. Was gibt's hier? Werkzeug. Okay, das heißt, wir müssen mit unserem Zug auf die andere Seite. Irgendwo. Da ist die Kohle und dann kommt hier das Roheisen hin. Ja. Okay. Wie mache ich jetzt das am doofsten? Also da werde ich auf alle Fälle wieder eine Schleife machen. Die Richtung geht es dann mal weiter. Okay, ich glaube, ich baue mal kurz von hier aus. Dass ich schon mal die richtige Höhe habe. Dass ich mal irgendwie so haben. Lässt sich nicht normal verladen. Ja, da habe ich jetzt auch schon Gerüchte gehört, dass da Probleme gibt, vor allem mit der Höhe. Aber gut, soweit bin ich ja eh noch gar nicht. Okay, ich würde sagen, wir fahren jetzt ein bisschen gerade raus und dann versuchen wir die andere Strecke zu treffen. Naja, das war jetzt nicht mittig.
Ungefähr. So. Also, ich will es mal auf alle Fälle mal. Wie weit ist das? Okay, dann kann man dann hier noch die Abzweigung noch darüber machen. Ne, wir fahren noch weiter. Wo ist die andere Strecke? Ist die da hinten? Ja, okay. Ich würde sagen, jetzt machen wir hier 6 Grad so nach drüben. Und dann müsste man, jetzt müssen wir schauen, müsste man eigentlich auf die andere Strecke treffen. Ich glaube, ich sehe es da hinten. Okay, dann machen wir ab hier wieder die Kurve mit 6. Schauen wir, ob das jetzt hier so reicht. Oh. Okay, das ist ja gar nicht mal so doof. Ich meine, wenn wir jetzt mit der Höhe noch ein bisschen das treffen. Aber dann habe ich hier schöne Kurven rein. Sehr gut. Dann können wir den ganzen Mist hier abreißen. Oh, das wird hier schön werden. Jetzt alles? Ne, da hat es noch. Cool. Dann schauen wir, dass wir den Anschluss noch fertig kriegen. Dann werden wir abholzen und dann werden wir die Schienen legen und dann werden wir mal dahin fahren. Kann ich eigentlich hier schon mal abholzen. Jetzt fängt er hier beim Lecken an. Ich tue doch nur Holz fällen. Mann, das Spiel, ey. Ich bin ja schon gespannt, ob die erste Testfahrt erfolgreich sein wird. Oder ob wir wieder, wie die letzten Male, irgendwo hängen bleiben. Ach da. Okay, irgendwie die Mitte treffen. Und hier die Höhe. Ungefähr. Es sieht gut aus. Dann können wir da mit Fullspeed durchfahren. Ah, hier hat es jetzt so ein Hubbel. Naja, das lassen wir jetzt erstmal so. Okay. Ja, das ging jetzt wirklich schnell. Ich
habe die Vermutung auch, oder irgendjemand hat es auch mal geschrieben, dass das Spiel immer schlimmer wird mit der Performance, je mehr Bäume man fällt. Kann nicht sagen, ob da was dran ist, aber wirklich performant ist es jetzt gerade nicht. An der Stelle, wie viel Geld habe ich eigentlich? 10.000! Cool. Ja, da kann ich ja noch ein paar fällen. So. Hier kann es ein bisschen kritischer mit dem ganzen Kühlzeugs. Mal schauen. Ich glaube, wir werden zuerst mal mit der Lok solo fahren. Ohne die ganzen Sachen hinten dran. Weil dann muss ich nur die Lok neu aufgleisen. Und mit den ganzen anderen Geschmöß hinten dran. Jetzt müssen wir doch langsam da sein. Das ist jetzt so lang gewesen. Und wie ist so das Wetter in Tirol? Habt ihr es auch so bewölkt und grausig wie hier in der Schweiz? Boah, es wird jetzt immer schlimmer mit dem Lenken, ey. Komm, geh weg. Sehr gut. Ja, Hauptsache. Einer bleibt immer stehen. Okay. Voll bewölkt. Die trübe Suppe überall. Das macht Spaß. Sag mal, die Musiktage sind schon wieder vorbei, ne? Ich glaube, die waren ja, sind ja im Sommer, glaube ich, das Musikfestival. Oh, bitte erlöse mich. Jetzt will ich noch mehr Bäume fällen hier. So lange war das doch nicht. Ich hätte gerne so ein Abholztool, dass man da einfach so durchgehen kann und wird einfach planiert, während man da durchgeht. Ah, schon vorbei. Ja, dachte ich mir schon. Ja, Dezember bin ich dann wieder unten. Familie besuchen, Christkindmarkt anschauen und so. Weil der Kufsteiner Christkindlmarkt ist ja jetzt nicht so. Ja, er existiert halt, aber. Der in Kirchbichl? Doch. War das Kirchbichl oder Kundl? Kundl, glaube ich, war das Schönere. In der Altstadt drin. Wahnsinn, Weihnachten. Muss ich mir da Geschenke kaufen? Das ist immer das Schlimmste dran. Mit der Geld ausgeben. Ah, dafür gibt es wieder guten Glühwein und gebrannte Mandeln. Ah, wie ich die liebe. Da könnte ich drin baden. Ja, sorry, wenn es jetzt ein bisschen monoton ist, aber gehört dazu beim Streckenbau. Oh, ich glaube da vorne
ist die andere Strecke. Ich glaube, jetzt haben wir es bald geschafft. Ich glaube überhaupt, da kommt wegen Corona. Hm. Ja, sind es bei euch jetzt wieder am Amt ziehen oder wie? Das wäre schon ein bisschen schade, wenn es jetzt kein geben würde. Wenigstens mal ein bisschen feiern. Okay, die letzten Bäume. Wow, finally. Cool, wir haben es geschafft. Wow. Was für eine Verwüstung. Ja, ich habe es halt mitgekriegt, dass da mit den 2G-Regeln etc. da rumfahrt, aber ich schaue jetzt nicht täglich die Tiroler Nachrichten an. Ich krieg's noch ein bisschen nebenbei mit. Lockdown für Ungeimpfte. Da kann man jetzt drüber streiten. Das werde ich jetzt nicht im Stream machen, sonst ist der falsche Plattform dafür. Aber naja. Ich werde mal ganz kurz aufs WC gehen. Und dann geht's gleich weiter. Gibt mal ganz kurz Musik für euch. So, da bin ich wieder. Jetzt werden Gleise verlegt. Schauen, ob ich das gerade richtig hinkriege am Anfang. Das sieht. Nein, ich mach's mal von der anderen Seite. Das könnte passen. Okay. Richtungssperre habe ich drin und dann habe ich gesagt, ist das ja hier eine 6er-Kurve. Ich gehe mal kurz mit 2 rein. Und damit 6. Wobei 6. Ja, schauen wir mal. Okay. Das sieht mega nice aus. Da können wir voll durchrauschen hier. Eventuell, weil ich stellenweise den Damm neu ziehen. Bin ich mal hier enger geworden? Ja, mal kurz 7. Kann ich eigentlich da auch in halben Schritten gehen? Nee. Okay, aber das sieht richtig gut aus. Nice. Okay. Der Spaß sollte schnell gehen jetzt. Das mal kurz so, sagen wir mittig. Ja. Okay. Ja, das ist jetzt überhaupt nicht challenging. Ich mach mal eine kleine Korrektur hier.
Nicht perfekt gerade, aber ist auch egal. Macht's vielleicht sogar ein bisschen realistischer. Es ist ja viel angenehmer, wenn die ganzen Bäume da nicht im Weg sind. Kannst halt einfach durchziehen. Okay, hier mal wieder 6, aber da werden wir noch ein bisschen gerade fahren hier. So bis da. Ich würde sagen so. Okay. Ja, die anderen zu der Raffinerie, glaube ich, werden dann halt ähnlich unspannend sein. Aber wie gesagt, an der Bergstrecke will ich noch arbeiten und ich will noch die Bergstrecke hinterm Sägewerk machen. Also da kommt noch was. Jetzt kommt nichts hin. Komm jetzt. Ach bitte, jetzt bin ich gerade so im Flow drin. Mein Spiel. Wieso? Warum? Ach man, das ist so nervig. Kann ich wieder schauen, dass ich hier das halbwegs gerade hinkriege. Naja. Okay, wir machen da weiter. Ich frage mich, ob das mit dem Abstand zu tun hat, wo man angefangen hat, dass er dann einfach nicht mehr legen will. Aber das gleiche Phänomen habe ich auch mit den Aufgleisen. Wenn du dort so weit weg gehst, von dem Punkt, wo du angefangen hast, dann lässt er dich nicht mehr aufgleisen. Ich glaube, da werde ich wirklich mit Vollgas hier durchheizen. Ah, kann ich... Nein, doch. Kann noch. Da habe ich einen Baum vergessen. Der muss noch weg. Ich glaube, das müsste die vorletzte Kurve davon sein.
Da müssen wir auch noch ein bisschen fällen. Ach komm, jetzt lass mich wenigstens die Kurve fertig machen, bevor du dann wieder sagst, ich darf nicht platzieren. Ja, da vorne ist unser Ziel. Jetzt auf alle Fälle noch Abzweigungen nach links und rechts geben zu ein paar Abstellgleisen. Und zuerst mal das Hauptgleis hin machen. Jetzt komm, lass mich hinlegen. Ich glaube, das ist wirklich so ein Distanzding. Gut. Nachdem wir hier schon mal sind, kann man die schon mal wegnehmen. Das hat eigentlich gepasst hier. Okay. Ungefähr so. So, da einmal durch. Na, da haben wir jetzt die Bäume entfernt. Gut, aber es sind jetzt eh die letzten Meter da. Ist jetzt eh nicht so schlimm. Ah, komm jetzt, lass mit. Ah, geht doch. Okay, mal schauen, ob ich jetzt gerade hier richtig das schon treffe. Müssen wir dann eh einen Entladetest machen. Wenn der nicht klappt, kann es teuer werden. Ich glaube, so ist aber okay. Ja, ich denke, das können wir so lassen. Hier das Ende kann man eigentlich wegnehmen. Dann kann man hier geradeaus weiterziehen. Ja, der beiden Variablen, wenn wir hier die Höhe haben. Wir gehen erstmal hier geradeaus weiter. Erstmal provisorisch, bevor wir da hier den Bahnhof bauen. Okay, die letzten Meter Gleise. Und dann holen wir uns mal die Lok und werden hier mal eine Testfahrt machen. Schienen. Ach komm. Och nö. Muss ich jetzt nach dem Prinzip machen. Hmm.
du kriegst jetzt das nicht weg. Nee. Ach komm jetzt. Was ist denn das jetzt? Was? Ja, hat sich. Die zwei Ladeflächen sind jetzt auseinander. Ach, das kann ich löschen, aber das jetzt nicht. Nee, oder? Warum kann ich jetzt das nicht wegmachen? Nee. Was ist jetzt das für ein Scheiß? Ich werde mal ganz kurz auf einen anderen Spielstand speichern. Oh nee, weil ich das wieder neu bauen muss. Boah, das war jetzt auch voll beschissen. Oh, da habe ich einen ganzen Damm weggenommen. Och man. I'm loving it. Was? 1000 Kohle kann man hier reinladen? Boah, das ist aber teuer. Wie viel kann man nicht bei denen? Auch 1000. Ah, 100. Entschuldigung. Okay. So, das ist bescheiden. Mann. Speichern, rausgehen, nochmal probieren. Ja, bleibt mal wohl nichts anderes übrig, wenn ich da weiterfahren will. Das ist doch kacke. Katzen- und Schienennetze. Nein. Okay, ja, also gespeichert habe ich. Ich tue mal durchstarten und dann sehen wir uns dann gleich wieder und hoffen mal, dass ich es dann davon wegkriege. Immer wieder die Freude. Also, bis gleich. Gib mal Musik.